Modrig? Modrig? Nein. Nope. Hey, Chef! Hat der vielleicht irgendwas zu sagen? Ah, der Lebende! Nope. Ich muss weiter. Mach's gut! Nichts Neues, leider. Okay, dann schauen wir mal weiter. Wo kriege ich denn so einen modrigen Geruch her? Meine Güte. Also da bleibt mir eigentlich... So, wir haben die Optionen. Ah! Ah! Aha. Das ist eine neue Hülle. Okay, schauen wir mal. Nein! Stopp, stopp. Okay. Das ist hier der Ausgang wieder. Alles klar. Sehr schöne Umgebung. Gefällt mir. Was haben wir denn hier? Hm. Der Spalt verjüngt sich nach ein paar Metern. Darunter ist dann allerdings der Abgrund. Okay. Die Kanten sehen recht stabil aus. Es ist wohl nicht zu befürchten, dass bald der ganze Hang abrutscht. Okay, das heißt, wir könnten eventuell runterklettern, aber eventuell sollten wir es auch lassen. Gestattet, junger Herr, dürfte ich erfahren, was ihr in unserer Höhle zu finden hofft? Oh, tut mir leid, ich habe eine öffentliche Toilette gesucht und es roch so, als würde hier... Oh, wie unangenehm. Sprecht mit Grump darüber. Er ist diese Woche für die Körperpflege zuständig. Hunger, essen, jetzt! Und das ist leider das Einzige, worüber du dir Gedanken machst. Mein Herr, ich muss euch dennoch bitten, unsere bescheidene Behausung zu verlassen. Oh, okay. Ich suche einfach draußen weiter. Ich bin euch sehr verbunden. Viele Büsche und Steine da draußen würden sich glücklich schätzen, Hort eurer Notdurft sein zu dürfen. Viel Glück auf eurer Suche. Überall sind wir nicht willkommen, Manu. Ah, oh na. Der Schild ist mit allerlei unappetitlicher Ogernahrung garniert. Den Oger ist wohl gar nicht klar, dass sie dafür einen wertvollen Schildzweck entfremden. Ja, in der Tat. Oh Mann, ist ja blöd. Was haben wir denn sonst? Wir hatten hier vorhin noch irgendwas am Boden. Ich schaue halt erstmal nochmal ohne Tipps weiter. Ah. Entschuldigt abermals, junger Herr. Ich kann nicht gutheißen, dass ihr unsere Privatsachen durchwühlt. Verlasst bitte unsere Höhle. Ja. Oh, ich dachte, ich wäre in einer anderen Höhle. Der zweiköpfige Oger ist fett wie ein Oger und er hat zwei Köpfe. Sehr gut beobachtet, Nate. Hallo da, du, zwei. Da ist ein Menschlein. Grump haben Hunger. Sag mal, seid ihr die menschenfressende Ogersorte? Hunger! Aber nein. Du musst Grump entschuldigen. Er ist sehr emotional, wenn er eine halbe Stunde nichts zu essen hatte. Okay. Wer bist du, ihr? Grump! Grump, also wirklich. Mein Name ist Sloth vom Stamme der Blitzfäuste. Das ist mein nichtsnutziger Halbbruder Grump. Ihr seid Halbbrüder? Ist das nicht ein wenig unmöglich? Durchaus nicht. Die Biologie zweiköpfiger Oger ist sehr komplex. Wie du vielleicht weißt, kann durchaus... Langweilig. Also das ist doch... Schon okay, so genau will ich es wirklich gar nicht wissen. Du bist ein Kampfmagier, oder? Nein, Totschläger. Ich schlage Leute tot. Ich glaube, er meint mich, Grump. In der Tat bin ich ein Kampfmagier. Meine Bescheidenheit verbietet es mir, darauf hinzuweisen, dass ich einer der Besten bin. Oh. Natürlich wäre ich noch besser, wenn ich mehr studieren könnte, aber... Naja. Also bei seinem Ausdruck vorhin musste ich irgendwie an Cold Mirror denken. Das hatte irgendwie was Ähnliches. Das ist ein sehr interessanter Teller dort. Fürchterlich, nicht wahr? All das fette Essen.
Aber Grump liebt diesen Fraß. Grump, Hunger! Ich habe es dir 1000 Mal gesagt. Erst wenn ich dieses Buch durchhabe, kannst du essen. Hunger jetzt! Wenn ich dich jetzt essen lasse, dann sind wieder deine fettigen Fingerabdrücke auf den Seiten. Heute Nachmittag wird gemacht, was ich bestimme. Grump konnte heute Vormittag bestimmen, aber erst wollte er lange schlafen und dann hatte er plötzlich nicht mehr genug Zeit zum Essen. Pech gehabt. Ich hab Hunger! Aber ich nicht. Sehr merkwürdig. Könnte ich mir den Teller vielleicht ausleihen? Mein Teller! Mein Teller! Tut mir leid. Das ist Grumps Lieblingsteller, weil er so schön groß ist. Den wird er nicht hergeben. Okay. Ich muss weiter. Bis dann, ihr zwei beide. Auf Wiedersehen. So, wir dürften ja jetzt ein bisschen Vertrauen aufgebaut haben. Und da kommt mir der Gedanke, wenn wir irgendwas finden, was größer ist als dieser Teller, könnten wir Grump vielleicht überzeugen, uns diesen Teller herzugeben und dafür dann einen anderen zu nehmen. Entschuldigt abermals, junger Herr. Oh, ich dachte... Ja. Okay, wir können ja also nichts anfassen im Prinzip. Irgendwie muss ich die Oger ablenken und das Essen loswerden. Oder ablenken, ja. Der Speis. Ja, okay, das hat man schon. Kanten. Ja. Ja, ist gut. 1. Und die haben sogar eine Höhlennummer. So, die Frage ist, die sich mir immer noch stellt. Da können wir vielleicht nochmal den Herren im Tipi fragen. Ich höre dich. Nee, nichts Neues. Bis dann. Möge der... Okay, mit wem konnten wir über das... Mit Gulliver konnten wir über die Rüstung sprechen. Genau. Hey, Gulliver. Ah, der Lebende. Ah. Wieso bin ich gleich hergekommen? Hört mal, ihr kennt euch doch mit unangenehmen Gerüchen aus. Na klar. Habt ihr eine Idee, wie ich diese Pilze modrig und faul stinken lassen kann? Oh. Riech jetzt mal. Das wird reichen, danke. Gern geschehen. Ich muss weiter. Lass dich nicht aufhalten. Dude. So gross. Das ist ehrlich. Das sind ziemlich gute Geisterpilz-Imitationen, würde ich mal sagen. Sie sehen aus wie Geisterpilze und stinken im Griff des Todes. Auf Seelenwanderschaft wird der Schamane damit wohl nicht gehen können, aber auch das wird ihm mal ganz gut tun. Schau mal, so Geisterpilze. Ah, hervorragend. Und was für ein kräftiges Aroma sie haben. Okay, so. About that thing, you know? Ich höre dich. Ein Blitz muss in die Antenne bei der Gruft einschlagen. Könntest du als Regenmacher nicht für das Wetter sorgen? Ich kann für Regen sorgen, natürlich. Aber Blitze sind eine andere Sache. Die kommen so zu nahe. Wieso? Es ist ein anderer Tanz. Sehr schwierig, sehr anstrengend. Dafür bin ich zu alt. Ich weiß, aber ich Kannst bin Kannst du mir dafür. Den Tanz beibringen? Mhm. Du hast mir die Pilze besorgt. Also, helfen. Hier stehen die Tanzschritte drauf. Du kannst gern dein Glück versuchen. Und wenn ich diesen Tanz richtig tanze, sind die Götter wohlwollend und sorgen fürs richtige Wetter? Nein. Beleidigung für die Götter. Die werden versuchen, dich auf Blitze nach dir schleudern. Toll. Schön. Das ist doch genau das, was du wolltest. Und nun entschuldige mich. Ich will die neue versuchen.
okay. Bis dann. Möge der Wind dir gewogen sein. Immer doch. Ja, wird eine interessante Erfahrung mit den Pilzen. Für ihn. Der Tanz sieht ziemlich kompliziert aus. Am besten ich schaue beim Tanzen in die Anleitung. Okay. Ich kann mich gerade noch beherrschen, hier sinnlos vor mich hinzutanzen. Wenn schon, in der Nähe der Antenne sein. Okay, ich verstehe. Aber müsst ihr vorher nicht den Körper irgendwie in Stellung bringen oder so? Naja, vielleicht auch nicht. Welche Antenne meint er? Meint er die Antenne oder das? Oder? Hey, Gulliver. Ah, der Lebende. Ich muss weiter. Einen Moment. Lass dich. Okay. Also gut. Versuch mal. Nein! Ach so. Hallo? Kannst du mich nicht darauf vorbereiten, das Spiel? Ich habe noch einiges vor mir, befürchte ich. Mist. Okay, nochmal. Aber die Musik hat mir schon auf geht's. Also gut. Hallo? Das waren genau die Tasten, die ich gedrückt habe. Ich habe noch einiges vor mir, befürchte ich. Ich muss sie gleichzeitig drücken, okay. Also gut. Ja. Okay. Also die ersten paar gehen. Ich habe noch einiges vor mir, befürchte ich. Nein. Wir schaffen das locker. Alles gut. Also gut. Scheiße. Ich meine Mist. Da, das war schon gar nicht schlecht. Sie hat angefangen zu klatschen. Also gut. Okay, das könnte ein bisschen dauern. Ich habe noch einiges vor mir, befürchte ich. Das finde ich jetzt unfair, ne? Also in einem Point-and-Click-Adventure, das muss ich jetzt Tasten benutzen. Außer der Leertaste. Na gut. Also gut. Also, rechts, links. What am I doing wrong? Ich habe noch einiges vor mir, befürchte ich. Okay. Also, es war rechts, links, rechts, links. Dann, ich vertausche immer die beiden Seiten, weil das auf der Tastatur nicht so ganz... Gucken wir mal. Also gut. Okay, ich hoffe, es kommt. Genug! Es hat funktioniert! Schnell, Butterkeks! Bring mich zu meinem Körper! Die haben Nate erstmal richtig gerüstet. Schon in Ordnung, ich brauche keine Hilfe. Undankbares Zombie-Pack. Jetzt mich auch. Oh. Und, amüsiert ihr euch gut, während ich vor mich hinrauche? Ja, hat alles ganz wunderbar geklappt. Ich frag gar nicht erst, wieso. Wie sieht es mit meiner Rüstung aus und dem Versteck des Schwertes? Aber selbstverständlich.
Die Rüstung findest du in dem Grab dort. Hab ich gesagt. Den bröckligen Kram solltest du vorher abwischen. Das Schwert findest du im feurigen Berg. Wo ist der? Es ist ein Vulkan hier ganz in der Nähe. Früher hatten die Zwerge dort ein Bergwerk, haben es aber schon vor Jahren aufgegeben. Seit kurzem wohnt ein Drache dort. Oh. Entzückend. Viel Glück. Was für ein Zufall. Ich glaube, er geht automatisch schon hin. Hoffen wir mal, dass da wirklich eine brauchbare Rüstung drin ist. Tatsächlich. Eine Rüstung. Und Teile des Vorbesitzers. Bevor ich sie anziehe, werde ich sie noch polieren und von den gröbsten Überresten befreien. Mach das. Tada! Oh. Kleider machen Leute, Rüstungen machen Helden. Okay, sieht nett, ja, ist richtig schick aus jetzt, ne? Okay, wir haben jetzt immer noch sinnloses Zeug hier. Ah, jetzt können wir... Ich lasse die beiden Turtelgeier lieber allein. Turtelgeier. Sehr gute Bezeichnung. Wir können in jedem Fall nur mit Esther reden, aber anscheinend müssen wir dann nochmal mit denen reden, vermute ich mal. Keine Ahnung, was ich fragen sollte. Anscheinend nichts. Okay. Haben wir sonst irgendwas? Nee, können wir raus. Nein. Ich lasse die Ich möchte raus. So, wir haben Kleidung, Schild, uns fehlt das Schwert und der Helm. Und wir haben eine neue Gegend, die wir uns jetzt mal anschauen. Da ist der Vulkan. Bin ich jetzt mal gespannt. Oh. Okay. Hast du Angst? Geht so. Du solltest starr vor Schrecken sein. Bist du starr vor Schreck? Nicht wirklich. Was liest du da? Wie werde ich ein furchteinflößendes Monster in 14 Tagen? Braucht es ein bisschen mehr als 14 Tage. Aber ich habe gerade erst angefangen. Und im ersten Kapitel steht, man soll sich nicht entmutigen lassen, wenn es nicht gleich funktioniert. Und okay. Es wird immer Leute geben, die einem den beruflichen Erfolg nicht gönnen. Ja, natürlich. Klar. Ja. Hätten sich aber ein paar mehr Frames für den Drachen überlegen können. Gerade beim Sprechen. Ich dachte zuerst... Was? okay. Ein massiver Steinofen. Darin wurde früher Metall geschmolzen, wie mir scheint. Der Schmelzofen wird kein Metall schmelzen, solange er nur Raumtemperatur hat. In der Tat. Außer man füllt gefrorenes Quecksilber ein. Ja, vielleicht. Ich glaube, das ist eine Münzpresse. Man füllt Gold, Silber oder Mithril in die Öffnung und presst mit diesem Stempel die Gravur in die Münze. Wenn Metall in der Form wäre, könnte ich eine Münze stempeln, vorausgesetzt, das Rad lässt sich nach all den Jahren noch drehen. Okay, wir brauchen also für irgendwas eine Münze. Der Steintrog ist mit Wasser gefüllt. Es sieht dunkel und rostig aus. Vermutlich kühlten die Schmiede ihre Werkstücke im Wasser ab. Haben wir irgendwas drin? Der Steintrog ist mit Wasser gefüllt. Okay. Ein Amboss mit Zwergenschriftzeichen. Gewaltiges Ding. Ein Amboss mit Ja. Ich erforsche jetzt so ein bisschen die Gegend. Ein Hammer. Die eine Seite des Kopfes ist abgerundet. So etwas wird beim Schmieden benutzt. Nein, sag bloß. Und den nimmt er jetzt einfach mit. Natürlich. Okay, haben wir hier sonst irgendwas? Tücher, Eiscreme. Ja, sehr ironisch. Können wir uns hier die Umgebung angucken? Ja.
Ich dachte gerade, da steht gerade Rede mit dem Lavabecken. In das Drachenbecken fließt beständig Lava. Die Hitze ist unerträglich. Okay, und irgendwo hatten wir Quetzelberg? Oder habe ich das nur... Habe ich das nur falsch gelesen? Eindeutig eine Zwergenarbeit. Der Drache muss von innen beschichtet sein, damit die Lava das Metall nicht schmilzt. Mhm. Da, ach, hier war die Luke. Diese Luke hält die Lava im Becken. Wenn man sie mit Hilfe der Kette öffnet, fließt die Lava heraus. Makes sense. Wenn ich die Luke jetzt öffne, würde sich flüssiges Gestein auf den Boden ergießen. Da fehlt ein Stück. Okay. Hm, der Drache ist beschädigt. Da fehlt eindeutig der Kopf. Okay. Ohne das Verbindungsteil würde Lava aus dem Becken nicht in den Trichter laufen, sondern auf den Boden fließen. Das wollen wir natürlich nicht. Okay, Schmelzofen haben wir. Haben wir noch hier irgendwas in der Umgebung? Lavabecken, Luke, Lavabecken, Luke, Luke, Luke. Ah, Steinschale. Eine massive Steinschale mit einer Art Griff. Die Innenseite ist schwarz und verrußt. Das ist echt so eine... Warte. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Eine 4-Frame-Animation. Absolut schön. Aber sieht trotzdem sehr schön aus. Ich möchte halt nicht meckern, ne? Also. Hallo, meine Hübsche. Ja? Ja. Du möchtest also ein fürchterliches Ungeheuer werden? Warum? Und wer bist du überhaupt? Ich bin eine missverstandene Frau in ihren besten Jahren. Oh oh. Jahrelang habe ich als Transportdrache geschuftet. Aber gestern habe ich gekündigt. Ah. Ich lasse mir nicht alles bieten, weißt du? Hat dich jemand betatscht? Angeschrien haben sie mich, nur weil ich die Ladung verloren habe. Alles wegen dieser Elfe. Ich sollte ihr dankbar sein. Endlich kann ich mein volles Potenzial ausschöpfen und mich in der zweiten Lebenshälfte beruflich neu orientieren. Ja. Als... furchteinflößendes Ungeheuer? Ein traditionelles Berufsbild für Drachen. Männer sind es immer. Aber warum sollte es nicht auch eine Frau schaffen? Tja, das könnte sie, bestimmt. Das ist also der Drache, auf dem wir ganz am Anfang des Spiels quasi geritten, nicht geritten, aber wir mitgeflogen sind. Und was musst du alles tun, um ein furchteinflößendes Ungeheuer zu werden? Drei Prüfungen bestehen? Oh nein, so einfach ist das nicht. Es ist ein komplizierter 10-Stufen-Plan. Ich muss mich in verschiedensten Bereichen fortbilden und Schritt für Schritt mein Schreckenspotenzial aufbauen. Oh. Aber das ist alles so kompliziert. Ich soll Jungfrauen fressen. Dabei bin ich Vegetarierin. Oh nein. Und ich habe noch nie Feuer gespuckt. Ich habe keinen Goldschatz. Und ich weiß nicht, wie man Ritterrüstungen knackt. Oh. Außerdem kannst du nicht gut brüllen. Ich weiß. Aber immerhin habe ich schon mal eine angemessene Drachenhöhle gefunden, oder? Absolut, ja. Was ist das hier für ein Ort? Meine Drachenhöhle. Weil es ja gerade so gepasst hat. Schon klar, aber was war es vorher? Diese Maschinen da drüben sehen sehr alt aus. Die Zwerge haben sie gebaut. Vor Jahrhunderten. Sie haben hier im Vulkan nach seltenen Metallen geschürft und einige mächtige Waffen geschmiedet. Doch dann ist der Schrecken auf sie herabgestürzt. Ein mächtiger, rosa Drache vertrieb sie. Aha. Ja. Gefällt dir die Geschichte? Nein. Ich arbeite an meiner eigenen Legende. Jedes furchteinflößende Ungeheuer umgibt sich mit einem Netz aus Mythen und Legenden. Ja, die von anderen Leuten erzählt werden.
Ich bin auf der Suche nach einem magischen Schwert, das hier am Berg sein soll. Hast du eine Idee, wo es ist? Schon. Ja, wo ist es? Nun ja, du bist so etwas wie ein Krieger und ich bin ein Drache. Müssten wir nicht kämpfen oder so etwas? Wer sagt das? Kapitel 5. Übereifrige Helden, oder? Wenn das Abendessen zu Besuch kommt. Schön. Ich weiß nicht, was wir davon hätten, wenn wir kämpfen. Aber da sie, glaube ich, sowieso nicht so profiliert ist, wird es, glaube ich, ein ziemlich leichtes Spiel. Also gut, kämpfe, Biest. Das ist mir jetzt aber unangenehm. Was? Ich bin erst in Kapitel 4, Goldschätze und wie man sie anhäuft. Könntest du vielleicht nach Kapitel 9, Zweikämpfe, die besten Tricks und schmerzhaftesten Fehler, wiederkommen? Wir können das bestimmt auch anders regeln. Wie denn? Vielleicht helfe ich dir, ein furchteinflößendes Ungeheuer zu werden. Tatsächlich? Du kannst mir beibringen, wie man Feuer spuckt? Nein. Ja. Dann befürchte ich, dass du mir nicht helfen kannst. Oh. Außer, hast du vielleicht einen riesigen Goldschatz? Nicht wirklich, aber vielleicht kann ich dir zumindest etwas Gold besorgen. Als Starthilfe sozusagen. Eine Goldmünze zum Beispiel. Abgemacht. In Kapitel 1 steht, dass jeder klein anfangen muss. Und eine einzelne Goldmünze ist ein guter Anfang für einen riesigen Goldschatz, oder? Absolut. Wegen des Schwerts. Was war da doch gleich der Haken? Du wolltest mir die erste Goldmünze für meinen riesigen Goldschatz besorgen. Ah, richtig. Okay, alles klar. Ich muss weiter. Schön weiter üben. Natürlich, natürlich. Mann. Sie hat so eine sehr ruhige, etwas langsamere, retardierte, wollte ich jetzt nicht sagen, Aussprache. Da dauern die Dialoge ein bisschen länger. Spielehammer. Die werden wir wahrscheinlich nicht selber verbrauchen. Oh, Zange haben wir hier noch. Eine Zange, wie Schmiede sie benutzen. Durch die langen Griffe kann man großen Druck auf die Werkstücke ausüben und sie sicher halten. Da lernt man sogar was im Spiel, ne? Mensch, okay. Amboss hatten wir schon, glaube ich. Wenn Metall in der Form weht. Ja. Ich habe aber. Okay. Vielleicht damit. Aber die Farben sind auch verschwunden, tatsächlich. Gelb und Blau. Die habe ich nicht verwendet. Oder? Ja, doch. Blau habe ich verwendet, um Lila zu machen. Und Gelb habe ich verwendet, um Grün zu machen. Ah ne, Orange war ja noch. Na ja, egal. Okay. Ich weiß immer noch nicht, was wir dann machen sollen, aber... Können wir damit was anstellen? Der Schmelzofen wird kein Metall schmelzen, solange er nur Raumtemperatur hat. Außer man füllt... Okay, das heißt, wir haben... Wir brauchen hier... Verbindungsstück als allererstes. So, wir gucken nochmal, ob wir was in der Höhle finden können. Aber ich schätze mal, wir sind immer noch nicht willkommen, von daher... Nein, stopp. Können wir hier im Wasserbecken noch was machen? Das Becken ist randvoll mit klarem Bergwasser. Vermutlich füllen die Erdwichtel hier die Wasservorräte auf, die sie im Bergwerk bei sich tragen. Wasser? Nö. Können wir so nicht gebrauchen. Frage ist, können wir
überhaupt irgendwas gebrauchen oder nutzen? Hier haben wir auch nichts mehr, ne? Und wenn wir hier hochgehen, werden wir wieder rausgeschmissen. Ja, absolut. So, die Frage ist... Okay, ich schätze mal, hier haben wir, können wir noch nichts machen. Geh nochmal eben zurück zum Ursprungsort. Ah, hier haben wir die ganz normalen Optionen. Vielleicht kann uns... Hey, Donnerhof, wegen des Blitztanzes. Ah, wir haben noch gar nicht davon berichtet, ne? Donnerhof? Oh. Hallo, Rindvieh. Hm, der Gute scheint völlig weggetreten zu sein. Ob das an meinen Pilzen liegt? Absolut. Unbekannte Pilze mit einer Mischung aus verdächtigen Beeren und Lackfarbe anzustreichen und die dann zu rauchen. Da sollte eigentlich nichts schief gehen. Vielleicht hält er auch nur ein Schwatz mit seinen Ahnen. Der kommt schon wieder zu sich. Rätst dich noch besser. Mein gehörnter Freund befindet sich auf einer spirituellen Reise, schätze ich. Mhm. Weit, weit weg. Aber das wird schon wieder. Hoffe ich. So, haben wir dann vielleicht welche Sachen, die wir hier noch verwenden können? Die Kohlen glühen nur noch, aber die Hitze ist enorm. Können wir vielleicht was damit anfangen? Ja. Ich würde jetzt kein Teddybär verbrennen, aber... Wie immer muss man immer so ein bisschen nachforschen, gucken. Ah, keine Ahnung, was ich fragen sollte. Okay, ich wüsste schon was, aber... Ich lasse die beiden Turtelgeier lieber allein. Okay, dann nur nicht. Haben wir hier noch was? Ne, also Ausgang. So, wir müssen an Metall rankommen. Was in der Form? Eine Presse. Hm. Nope. Tja. Stehe ich ein bisschen auf den Schlauch. Nicht zum ersten Mal. Schau mal eben auf die Karte. So, da waren wir vorhin. Das ist die Orkburg. Da können wir wahrscheinlich erst so richtig rein, wenn wir die Rüstung haben. Und das Schwert wird sie mir erst geben. Hm, ihr könnt hier nochmal vorbeischauen. Entschuldigt, ab. Oh, ich da. Ja, ja, kennen wir schon. Dann reden wir nochmal mit dem. Hallo, Grump. Du. Menschlein. Ganz recht. Du musst großen Hunger haben, Grump. Es ist ein sehr, sehr großer Teller, den du da hast. Grump, großen Hunger. Warum bittest du Zloff nicht noch einmal freundlich darum, dass du deinen Teller leer essen darfst? Zloff nicht erlauben. Und Zloff kann Kettenblitze. Er kann sich wehren, meinst du? Hm. Und solange er das Buch liest, darfst du eure Hände nicht benutzen? Du bist doch ein cleveres Kerlchen, Grump. Grump? Kann man Sloth nicht dazu bringen, mit dem Lesen aufzuhören? Sloth immer nur lesen, bis Buch zu Ende. Und nichts hält ihn vom Lesen ab? Sloth gerne Cocktails trinken. Ogre-Cocktails. Okay, und dann? Er ganz schnell betrunken. Du meinst, er verträgt keinen Alkohol und ist dann zu betrunken, um weiterzulesen? Hm, interessant. Wirst du auch schnell betrunken, Grump? So wie Zloff? Nein. Grump kann viel mehr trinken als wie Zloff. Grump, echter Kerl. Aber ihr teilt euch doch einen Körper. Ja und? Auch nichts.
Ich könnte euch einen Ogre-Cocktail machen. Was hältst du davon? Grump mag Bier. Ja schon, aber der Cocktail ist ja vor allem für Zloff. Warum? Damit er betrunken wird. Und dann? Dann kannst du deinen Snack dort wegputzen. Oh, okay. Mmh. Also, was gehört alles in einen guten Ogre-Cocktail? Alkohol? Alkohol, unexpected. Okay. Und sonst? Ein Schirmchen. Ein Ogre-Cocktail besteht einfach aus Alkohol? Und Schirmchen. Und was für Alkohol? Wein, Schnaps? Egal, muss tüchtig drehen. Also hochprozentiger Alkohol in einem Glas mit Schirmchen. Raffiniert. Menschlein kann in Höhle suchen. Habt ihr da die Zutaten? Hm. Du und dein Halbbruder, versteht ihr euch nicht gut? Schloff ist doof. Aha. Immer lesen, nie Spaß, nie Sachen kaputt machen. Ihr ist halt mehr der intellektuelle Typ. Schloff gar kein richtiger Kerl. Schloff noch nie eine Freundin. Das hab ich gehört. Blöd. Ich muss los, mein Magen knurrt. Okay, können wir auch mit Zloff reden? Ja. Zum Gruße, Zloff. Ah, du bist es, willkommen. Was? Willkommen? Ernsthaft? Vorhin hat er gesagt, könntest du bitte mein wie auch immer verlassen. Was genau liest du denn da? Oh, es ist ein wirklich faszinierendes Buch über die neuesten Entwicklungen in der Kettenblitzforschung. Als Magier muss man immer auf dem Laufenden bleiben. Das kann ich mir vorstellen. Leider komme ich viel zu selten dazu, in Ruhe zu lesen. Grump hält nicht viel von Bildung. Das heißt, wenn du schon mal Zeit hast? Dann nutze ich sie und lese am liebsten gleich das ganze Buch. Verstehe. Sehr weise. Ihr beide scheint sehr unterschiedlich zu sein. Man kann es sich nicht aussuchen. Und es ist bei zweiköpfigen Ogern auch alles andere als ungewöhnlich, dass beide sehr unterschiedliche Interessen haben. Totschlagen! Ich kann mir vorstellen, dass es häufig Streit gibt. Wir haben unsere Spielregeln. Vormittags bestimmt Grump, was wir tun. Nachmittags bin ich an der Reihe. Ich muss weiter. Bis dann. Es war mir ein ausgesprochenes Vergnügen, mal wieder ein Gespräch zu führen, das sich nicht um Verdauungsprozesse und Totschlagen drehte. Kann ich auch nachvollziehen. Okay. Das heißt, wir haben jetzt offiziell die Erlaubnis, hier reinzugehen. Junger Herr, das sind unsere privaten Habseligkeiten. Alle Geräte sind angemeldet. Bitte verlassen Sie unsere Höhle. Grump hat es mir erlaubt. Menschlein, machen Cocktail für Zloff. Tatsächlich? Was für eine entzückende Überraschung. Ich danke euch recht herzlich. Kein Problem, Dicker. Damit meint er dich? Das scheint so eine Art Vorratsschrank zu sein. Ja, dann. Plündern wird das ein mal. Ein kleines, buntes Cocktailschirmchen. Wer hätte gedacht, dass es für so etwas in den wilden Landen einen Markt gibt. Das war's? Okay. Ah. Ein Schlauchstück. Über einen Meter lang und alles andere als sauber. Ich möchte mir lieber nicht vorstellen, wofür die Ogre es verwenden. Ich würde sagen, wir nehmen es mit. Okay, die Keule werden sie natürlich nicht hergeben. Diese Keule ist fast anderthalb Meter lang und dürfte einen Zentner wiegen. So ein Ding möchte ich nicht auf den Kopf bekommen. Oder sonst wohin. Ich lasse sie hier. Vermutlich könnte ich sie nicht einmal anheben. Okay, wir haben das Schild und sonst, aber glaube ich gar... Ah, wir haben noch einen Sack. Ein zugebundener Leinensack. Vermutlich soll der Inhalt vor Vögeln und Ratten geschützt werden. Hier ist auch noch ein Glas. Ich glaube, das nehme ich mal zuvor. Ich hätte ein größeres Cocktailglas erwartet. Dieses hier hat menschliche Größe. Das reicht, um Zloff betrunken zu machen? Vielleicht, bestimmt. Okay. Können wir das Schirmchen schon reinmachen? Damit sind 50% der Zutaten im Glas. Fehlt nur noch hochprozentiger Alkohol. Ja,
Immerhin. Der Sack ist bis oben mit Äpfeln gefüllt. Boah. Sie sind alle feucht und angefault. Sie riechen schon vergoren. Aha. Session. Okay, da weiß ich jetzt auch sofort, was wir machen müssen. Wir gehen jetzt nämlich vor das Orklager und pressen uns jetzt schönen Apfelschnaps, den man eigentlich noch destilliert müsste. Also müsste nicht, könnte, um ihn noch stärker zu machen. Achso. Also los. Lecker. Vergorener Apfelsaft. Naja, ich muss ihn ja nicht trinken. Schüssel? Woher hatte die Schüssel? Ah, okay, die war unten. So, reicht das schon? Die Schüssel ist fast randvoll mit frisch gepresstem Apfelsaft. Der Saft selbst ist allerdings alles andere als frisch. Er riecht vergoren. Okay. Der Alkohol ist noch nicht stark genug. Die Flaschen in der Höhle hatten 4x. Die Flaschen... Was? Ich lasse die Apfelreste einfach in der Presse. Ich habe, was ich wollte. Okay. So, das heißt, wir müssen tatsächlich... Tja... Wo können wir denn hier am besten destillieren? Ich vermute mal schon in der Höhle, ne? Alter. Jetzt. Geht das wohl durch? Nope. Aber das müsste doch hier gehen. Der Steintrog ist mit Wasser gefüllt. Es sieht dunkel und... Ja. Okay. Können Sie mir da vielleicht weiterhelfen? Hallo, meine Fräulein Hübsche. Drache. Ja. Irgendwas? Ich muss... Natürlich. Okay. Stopp, wir können ja direkt dahin. Weiß ich, vielleicht hättest du mit dem Wasserdruck hier etwas auf sich. Wir probieren jetzt mal hier am Feuer. Stopp. Können wir das irgendwie noch kombinieren? Nein. Nein, auch nicht. Well, doesn't work out. Wir probieren es noch mal ganz kurz bei den zwei Ogern hier. Ah, Moment. Die Kanten sehen recht stabil aus. Es ist wohl nicht zu befürchten, dass bald der ganze Hang abrutscht. Okay. Können wir da irgendwas mitmachen? Der Nee. Ah. Ah. Also gut. Ich lege die Bretter über die Öffnung des Spalts. Viel aushalten werden die morschen Bretter nicht. Ein Schritt darauf und sie brechen durch. Okay. Die Bretter sind so morsch, dass sie sofort durchbrechen würden, wenn sich da jemand draufstellt. Aber wer ist schon so dämlich? Ich glaube, ich weiß schon, wer sich dafür eignen wird. Aber ja. Also, damit ist wahrscheinlich nicht Grump oder auch Grump gemeint. Aber natürlich auch Zloff. Hier 5x. Verstehe. Okay. Ah, die hatten ja eine Feuer.
Aber das können wir leider nicht mehr verwenden. Haben wir denn hier sonst irgendwas dabei? Mech-Utensilien? Was ist das? Was soll das sein? Ich kann das nicht anklicken. Was ist denn das? Okay, hier haben wir noch Krüge. Einige Tonkrüge. Ui, 4X. Das ist wirklich stark. Da war mal Hochprozentiges drin, so viel ist klar. Aber die Krüge sind alle leer. Ich muss woanders Alkohol finden. Ja, darauf bin ich schon selber gekommen. Ist natürlich schön. Okay. Aber wieso wird mir diese Area hier angezeigt? Das verstehe ich nicht. Ich kann hier nichts anklicken. Ein bisschen mit den Schlauch reintun oder so. Was ist das? Merkwürdig. Nun gut, ich würde an der Stelle aber auch sagen, dass ich den Stream bzw. die Aufnahme fürs Erste an dieser Stelle beende und ich wünsche dann jedem Zuschauer oder auch jeder Zuschauerin einen schönen Resttag. Man sieht sich. Bis dann.